Der Frühling ist in vollem Gange, auch bei der CDU Koblenz. Im Volkswagen-Zentrum in Koblenz zelebrierten die CDUler jetzt im gemütlichen Beisammensein ihren Frühlingsempfang. Auch Kollegen von der Bundesebene haben sich diesen Tag nicht entgehen lassen, ganz zur Freude des Vorsitzenden des CDU-Kreisverbands Koblenz-Stadt. Ich glaube, dieser Empfang, der hat einen sehr großen Stellenwert im Kalender der Stadt Koblenz, aber auch in der ganzen Region. Und auch Bundespolitiker wissen mittlerweile, dass hier was los ist, dass eine ganz tolle Sache ist und kommen gerne zu uns. Wir freuen uns natürlich, dass mit Julia Klöckner noch eine leibhaftige Bundesministerin zusätzlich zu der Generalsekretärin kommt. Man darf auch nicht vergessen, das ist die erste Bundesministerin aus den Reihen der rheinland-pfälzischen CDU seit 35 Jahren. Der letzte vorher, das war Heiner Geißler. Und diese beiden Damen, die verkörpern eben eine Aufbruchstimmung in der CDU. Die Räumlichkeit der Veranstaltung stellt Ralf Schwammkrug jedes Jahr aufs Neue zur Verfügung. Auch er freute sich über die zahlreichen Besucher und die Politiker, die von weit her angereist sind. Heute Abend haben wir besondere Gäste, Frau Kamm-Karrenbauer, ich sag mal die erste Generalsekretärin, die ich hier im Haus begrüßen darf, und Frau Bundesministerin Glöckner war schon mal da, hat versprochen, sie kommt wieder, hat Wort gehalten, heute ist sie wieder da. Der Frühjahrsempfang der CDU Koblenz hat Tradition und man sieht es heute Abend auch wieder, volles Haus. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft kommen zusammen und auch unsere Bundesgeneralsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist da. Und ich glaube, mit Traditionen soll man nicht brechen und vor allen Dingen jetzt nach der Regierungsbildung auch eine Standortbestimmung betreiben. Und am Ende ist es schön, immer wieder bekannte Gesichter und auch neue zu treffen. Annegret Kramp-Karrenbauer war die Gastrednerin der Veranstaltung. Sie gab trotz ihres überragenden Wahlsiegs im Saarland ihr Amt als Ministerpräsidentin auf, um Generalsekretärin der CDU zu werden. Und trotz ihres neuen Postens hat sie die Zusage als Gastrednerin eingehalten und auch gleich Werbung für das neue Grundsatzprogramm der Christdemokraten gemacht. Also wir wollen ja ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten und wir haben gesagt, das sind quasi drei Phasen, das Zuhören, das Miteinander diskutieren und dann nachher das Entscheiden. Und dieses Jahr steht im Zeichen des Zuhörens, das heißt, ich werde in der nächsten Woche starten und dann bis in den Juli hinein in über 40 Terminen deutschlandweit mit den Parteimitgliedern diskutieren, aber vor allen Dingen auch hören, wo sie der Schuh drückt und welche Fragen sie gerne im Grundsatzprogramm bearbeitet hätten. Dieses Grundsatzprogramm unterstützt auch Josef Oster. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser Grundsatzprogramm für die CDU zu erneuern. Und Annegret Kramp-Karrenbauer geht sehr offen und konstruktiv an dieses Thema ran, will mit möglichst vielen Verbänden, vielen Menschen darüber sprechen. Und ich glaube, es ist auch notwendig. Die Menschen erwarten heute eine andere Form von Politik, auch eine andere Form der Kommunikation von Politik, als das vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Und da bin ich sehr gespannt, wie da Ihre Vorstellungen sind. Es ist ein Stück weit der Weg, auch mit das Ziel. Wir wollen am Ende nicht nur ein Grundsatzprogramm haben, das auf die Realitäten der heutigen Zeit angepasst ist. Wir wollen auch ein Grundsatzprogramm, bei dem unsere Mitglieder sagen können, es ist ein Stück von uns. Und wir haben in aller Breite an der Erarbeitung teilgenommen. Und so feierten die Politiker in gemütlicher Runde. Doch nicht nur CDUler haben an dem Frühlingsempfang teilgenommen, auch Mitglieder aus anderen Parteien waren vor Ort, beispielsweise auch Oberbürgermeister Joachim Hoffmann-Göttich. Andreas Biebricher lobte ihn in vollen Zügen. Man müsse ihm großen Respekt zollen für die letzten 8 Jahre, so Biebricher. Für die Politiker ein schöner Frühlingsbeginn.